Genauso Gronkh ist auch einer der Leute, die mit dran schuld sind, sage ich jetzt mal ganz hart, dass ich Videos mache. Einfach weil ich es bei Gronkh gesehen habe und gesagt habe, ich zock auch viel, mir macht's Spaß, könnte ich ja mal ausprobieren. So, ne? Und was ist? Ich bin jetzt seit 2013 an Videos machen. Was jetzt natürlich auch ein paar Jährchen schon sind, ne? Da geht's sogar ziemlich tief runter. Das gefällt mir schon mal, dass hier ordentlich Chemie ist. Dass wir hier eine ordentliche Mine erwischt haben, finde ich schon mal schön. Zack. Zack. Ne, ich meine mal, Kohle und das alles können wir eh immer gebrauchen. So. Da gehe ich noch nicht lang. Wir gehen erstmal hier hinten lang. Na, guck mal. Hier ist noch mehr Eisen, sag ich schon, Kupfer. Noch mehr Kupfer. Kein Gold oder so? Nee. So. Ich habe schon wieder vergessen, nebenbei mal nachzugucken, was man alles mit Kupfer machen kann. Ist schon irgendwie belastend manchmal, wie vergesslich ich bin. So. Hier scheint schon mal Ende im Schacht zu sein. Das hatte ich nämlich befürchtet. Das hatte ich nämlich befürchtet, dass der so extrem viel Dings Sand gibt. Naja, dann sind wir auf der Seite fertig. Beziehungsweise ich kann ja eigentlich mal sagen, hier. Fertig. So, nächster. Alter, Fledermaus, geh mir nicht auf den Sack. Noch mehr Kohle. So viel Kohle. Es ist einfach so viel Kohle. Schade. Ich hätte dich da jetzt eingeschlossen, du doofes Vieh. Ich hätte das Viech jetzt eingeschlossen da jetzt. Da ist Kies. Oh, hier muss ich aufpassen. Nicht, dass ich hier jetzt runterfall und drauf gehe. So. Da ist noch Kohle. Zack.
Zack. Zack. Ah, da ganz weit oben komme ich, glaube ich, nicht ganz ran. Mal kurz hier hochbauen. Also die müssen doch eindeutig die Kohleadern erhöht haben. Ich meine mal, so viel Kohle in Adern zu haben. Ne? Also so viel in so eine Kohleader drin zu haben, ist doch uff. Drüben ist nebenbei auch noch mal. Knapp. Knäppchen. Echt Knäppchen hier. Manchmal. Gehen wir hier einmal durch. Beziehungsweise, ne? Kann ich hier nämlich einmal dicht hauen. So. So, gehe ich jetzt in die Richtung weiter oder in die Richtung weiter? Ich glaube, ich gehe erstmal in die Richtung hier jetzt weiter. So. Mal gucken, wo. Alter. Ist doch größer als gedacht. Alter. Doch größer als gedacht. Okay. Holy shit. Doch größer als gedacht. Also. Ne? Ich weiß ja nicht. Aber irgendwie ist das doch größer als gedacht. Eisen. Hier ist noch mehr Kohle. Da geht's noch weiter runter. Uff. Geht's noch weiter runter. Ich glaub's nicht. Glaub's echt nicht. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Dahin. Da nicht noch Kohle. Hier fängt schon wieder Lapis an. Hier ist schon wieder Lapis Lazuli Level. Uiuiui. Also das wird noch richtig spaßig, sehe ich gerade. Ne? Das wird noch richtig spaßig hier. Fangen wir mal da an.
weiß, vielleicht finde ich auch noch Dias. Aha. Alter, hier ist auch noch so viel Kohle. Uff. Ich glaube, wir müssen da später noch mal mehr hier runter gehen. Wenn ich, also mehrfach. Einfach weil hier so viel Kohle auch hängt. So. Also, ich habe schon gut dran getan, das hier als Mine auszuerkoren. Wenn man bedenkt, wir sind jetzt Höhe 24 und haben schon so viel Wege gefunden, die einen noch weiter tiefer hauen und sonstigen Kram. Aber was mich wundert, ist halt, dass ich gerade so gar kein Gold sehe. Also viel Eisen, Kupfer, ja, aber so goldmäßig sehe ich so gar nichts irgendwie gefühlt. Oder ich übersehe es extrem, weil die Texturen halt in dem Resource Pack nicht so hervorscheinen, aber uff. So. Hier ist der nächste große Raum. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass bei so Dungeons und so solche großen Räume, also bei ne, Minenschächte, solche großen Räume mal schaffen wurden, weil da kleine Mini-Bosse geplant waren, die halt leider nicht implementiert wurden in das Spiel. Das Gute ist, wir haben da unten, glaube ich, gleich Redstone gefunden, denn sah zumindest nach Redstone aus, was da mich angeleuchtet hatte eben. Da ist Gold. Das ist die Gold Textur. Und hier haben wir sogar tiefen Griefenschiefer oder holy shit. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so sicher. Ne? Nimmst du doch tiefen Griefenschiefer oder so heißt der Kram, ne? Bruchtiefenschiefer. Was bist du denn da? Lol. Das ist Kupfer in Bruchschiefen. Okay, das ist tatsächlich Kupfer. Interessant, dass die auch sagen, hier, komm, wir nutzen das wie im Nether mit den Dings. Netherquarz und so, dass die sagen, wir machen hier einfach auch da die Erze mit rein. Finde ich schön, weil ne, in der Natur gibt es sowas natürlich auch. Dass sie sagen hier. Ups. Sowas gibt es natürlich auch natürlich. Aber schön, dass es das hier jetzt gibt. Genau, das hier wird doch bestimmt. Lol.
Stimmt. Redstone, ne, wird hier ja als Kabel angezeigt. Turfstein. Okay. Nee, den wollen wir nicht abbauen, bevor wir den nicht gesaved haben. Ja. Finde ich interessant gemacht mit dem Kram. Also müsste man mal schauen, was man alles mit den Steinen so, ne, vom designtechnischen Grund her machen kann. So, einen kleinen Screenshot noch. Muss ich mich nur irgendwie hier rumbuddeln, damit ich hier. Oh. Ich glaube, das ist Redstone in Schiefentiefer. Hatte meine andere eigentlich hier? Die Diaspitzhacke hatte noch nichts großartig. Na, ne? Nee. Komm. Sand rein erstmal und dann ganz vorsichtig. Nur ganz kurz. So. Ne, ich brauche ja Redstone. Gerade auch, wenn ich wirklich die Tier die Weizenfarmen zum Beispiel und so automatisch machen will, brauche ich natürlich ordentlich Redstone. Würde es mich natürlich auch interessiert, ob auf der Höhe jetzt schon. Ja, müsste eigentlich, ne? Auf der Höhe müsste ich jetzt auch schon anfangen mit Dias. Also Dia-Möglichkeiten. Kies. Hier hinten ist auch ordentlich Turf. Tiefenschiefer. Nett. Wie schnell baue ich das wohl mit einer Spitzhacke ab? Diaspitzhacke. Nicht wirklich viel schneller, ne? Nicht wirklich viel schneller. Schade.
glaube, ich renne jetzt erstmal wieder nach oben. Ich kann ja später immer noch wieder hier langkommen. So. Ich muss eh noch die ganzen anderen Gänge mal durchsuchen. Gucken, wo ich da am besten, was ich da noch alles finde. Na. Glaube, das macht jetzt erstmal Sinn, dass ich ab. Erstmal hier. Ah, da, das ist nach links, das ist rechts. Das heißt, hier hoch, naja. Ja. Hier hoch. So. Oh, es regnet. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Sieht aber nebenbei auch bei Regen noch geil aus, muss ich zugeben. Und ich meine mal, über einen ganzen Stack Redstone. Da können wir gerne dann auch bald mit unserer Farm, unsere Automatikfarm anfangen. Ne? Ah. 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 Oh Gott, ich mag einfach diese Villager-Geräusche. So, ne? Zack. Kohle auffüllen ordentlich. So, ich würde sagen, die Kohle bauen wir jetzt eigentlich mal zu Blöcken. Einfach damit wir hier ein bisschen den Platz haben. Ne? Zack. 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 Bom, bom, bom. Na, dann haben wir auf jeden Fall die Kohleblöcke, die einen dann wenigstens dingsen. Wenn ich jetzt hier, nur mal ein doofes Beispiel, wenn ich jetzt hier tatsächlich einen Kupferblock mache. Nur mal so. Kann ich trotzdem wieder zu Dingsblock machen, naja. Guck mal. Dann kann ich die nämlich dann auch gleich ein bisschen gestapelter liegen haben. Genauso, ich glaube, Eisenblöcke ist das gleiche, wenn ich es richtig liege. Ne? Zack, 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 zack. Eisenblock. Und da müsste trotzdem 9 Eisen. Genau. Oh, Rohkupferblöcke geht auch. Aber die will ich halt nicht als Rohkupferblöcke haben. Weil das kann ich später dann noch anderweitig zu Baren craften und so. Nee, nee, das brauchen wir da noch nicht. So. Kupfer, Kupfer. Bin gleich hier mal wieder zu einem Block gehauen. Genauso Lapis Lazuli Blöcke. Die haben wir nämlich dann auch. Ne? Hier habe ich nämlich noch mehr Lapis. Nutzen wir gleich auch noch mal. So, Kupfer. Lapis.
Redstone-Blöcke müsste das ja auch geben, wenn ich richtig liege. Ne? Die müssten ja auch dann Dings geben, genau. Zack. Direkt mal ein paar Redstone-Blöcke. Achso, ein Schild brauche ich noch. Ein Schild. Plump. Redstone. 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 Das rein. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Na, so spare ich mir halt ein bisschen den Platz. Bezüglich der Dings. Was hatte ich noch hier? Bruchschall. Tiefenschiefer. 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 Bruch, Tiefenschiefer. Turf. Tropf. Nee, ich habe noch gar kein Turf. Dann hole ich mir hier noch ein Schild. Und dann kommt hier TÜV. Nee, TUFF. TÜV-Stein. TÜV-Stein. Der TÜV-Stein mit dem Puffstein. Was? Hat keiner gehört. Diorit. Zack. Dann natürlich Bruchstein. Zack. Obwohl ich glaube ich noch ein paar Öfen bauen könnte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. So. Zack. Zwei Öfen noch hin. Die ich dann hier und dahin bauen. So. Zack. Und zack. Dann holen wir uns ein bisschen Kohle. Ne? Zack. Eins und zwei. Zack. 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 Und ich hatte noch Kupfererz. Naja. Da Kupfererz noch hin. Da fülle ich auch mal nochmal auf. Ah. Juck, juck, juck. Nase juckt. Ups. Zack. Zack. Und ab in den Kohlebereich. So. Steinziegel. Kommen dann dahin. Dann. Kupfer hatte ich. Warte mal. Eisen. Und Eisen. Kupfer und Kupfer. Da haben wir Gold noch. Stimmt, Gold hatte ich ja auch so viel. Das müsste ja Goldklumpen auch noch funktionieren. Naja, genau. Das Ding funktioniert noch und das Ding funktioniert noch. So. Dann haben wir nämlich ordentlich schon mal wieder Platz gespart. Zack, zack, so. Oh, ja. Aber ich glaube, bei dem Wetter machen wir noch mal eine kurze Dingspause, Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal, also morgen, geht dann in eine neue Aufnahmesession.